Wir wollen jetzt ein bisschen mit beschreibender Statistik anfangen und schauen uns dazu mal ein bisschen den Mittelwert an, die Standardabweichung, den Median und sowas wie den gleitenden Mittelwert oder auf Englisch auch Rolling Mean bekannt. Und als erstes importieren wir dafür mal die NumPy-Library. NumPy, ups, da war es eigentlich schon. NumPy-SNP. Und auch wir können auch schon mal gleich Import machen von matplotlib. Das brauchen wir dann später noch. Und dann lasse ich es mal laufen. Und das NumPy haben wir importiert, um mit Zufallszahlen umzugehen. Also ich kann hier hingehen, sagen np und dann random. Und dann nehme ich beispielsweise rand. Und dann bekomme ich eine Zufallszahl. Zufallszahlen, wenn ich es nur ausführe, bekomme ich eine Zufallszahl zwischen 0 und 1. Und jetzt kann ich hinschreiben, ich will vielleicht 10 Zufallszahlen und dann bekomme ich 10 Zufallszahlen. Und die sind immer zwischen 0 und 1. Und angenommen, ich möchte die zwischen 1 und 10 haben oder 0 und 10 haben, dann würde ich hier machen 10 mal und dann sind es jetzt zwischen 0 und 9. Ich könnte noch 1 dazu zählen oder sowas, dann wären es zwischen 1 und 10 und so weiter. Also mit so arithmetischen Operationen kann ich dann den Range bekommen, den ich mir so vorstelle ungefähr. Aber eigentlich reichen uns jetzt für den Anfang hier die Zufallszahlen von zwischen 0 und 1. Und diese Zufallszahlen, die kann ich dann auch in einem Plot darstellen, beispielsweise. Also ich kann hingehen und sage mal plt plot und dann nenne ich die mal random numbers. Ist gleich und dann stelle ich die mal da. Und dann kann ich hier die Zufallszahlen sehen. Jetzt nehme ich mal ein paar mehr, nehme mal 100. Und ich schreibe mal hier noch hin, plt show, damit die Ausgabe hier nicht mehr sichtbar ist. Ich schreibe mal noch auf die x-Achse, x-Achse-Label. X-Achse ist, wie macht man es nur bei dem Number of Points? Nicht Number of Points, X-Axis Label, das ist X-Label. Meine Güte. Number of Points. Und dann nehme ich mal 1000 Punkte. Und dann sehe ich hier, wie die Zahlen zwischen 0 und 1 schwanken. Und als erstes nehme ich jetzt mal noch den Mean mit dazu und zeichne den ein. Und den Mean kann man bei NumPy ganz einfach ausrechnen. Ich schreibe mal hin, das ist der berechnete Mean, ist Calculated Mean, weil der eigentliche Mittelwert zwischen 0 und 1, wissen wir, liegt bei 0,5. Wenn wir jetzt berechnen, dann wird er nicht genau bei 0,5 liegen, sondern ein bisschen daneben. Und dann NumPy Mean von diesen random numbers. Und dann stelle ich den noch mit da. Und das geht mit, das weiß ich jetzt besser, horizontal line. Und dann schreibe ich hier den Calc Mean rein und gebe dem noch eine andere Farbe. Als Color mache ich den mal gray. Und dann mache ich noch einen Line Style rein. Und dieser Line Style soll dashed sein. Und dann habe ich hier diesen berechneten Mittelwert. Ich kann mir dann auch noch die Standardabweichung anzeigen oder den Median zum Beispiel anzeigen. Der Median ist jetzt bei der Verteilung relativ ähnlich. Der Median ist ja ein Wert, der die sehr stark abweichende Werte ignoriert, mal einfach gesprochen. Und dann mache ich den hier auch noch rein. Als Calc Median schreibe ich natürlich auch hier oben hin. Und als Farbe mache ich hier mal Dark Gray. Das geht, glaube ich. Und dann sieht man hier, ja, der ist relativ nah daneben. Und als letztes kann ich dann noch die Standardabweichung mit dazu nehmen. Die nenne ich dann mal Standard oder einfach auch Calc
Standard Deviation ist gleich, und das ist dann NumPy std für Standard Deviation. Hier die Random Numbers. Und dann kommt das Ganze hier unten mit rein. So, jetzt muss ich hier natürlich etwas anders machen. Wenn ich jetzt hier die Standardabweichung eingeben würde, ich mache das mal kurz, was ziemlich unsinnig ist, weil hier dann nur der Wert eingetragen wird, und ich mache die mal yellow. Ich glaube, da kann ich eine Kurzform sogar benutzen. Das ist jetzt der Wert der Standardabweichung. Aber ich will ja die Standardabweichung relativ zum Mittelwert haben. Das heißt, ich mache den Calculated Mean und ziehe davon die Standardabweichung ab. Dann habe ich die Standardabweichung in die eine Richtung. Und dann kopiere ich das Ganze nochmal und mache das dann Plus. Und dann bekomme ich die Standardabweichung in die andere Richtung. Führe ich das aus. Und das ist jetzt die Standardabweichung. Also hier in dieser Standardabweichung liegen 66 oder 68% aller Werte liegen zwischen den beiden hier. Jetzt will ich als letztes noch was anderes machen. Und zwar einen gleitenden Durchschnitt. Das heißt, ich nehme jetzt die ersten 10 Werte, oder also nur als Beispiel, damit man es besser sieht, die ersten 200 Werte und bilde davon den Mittelwert. Und dann nehme ich die nächsten 200 Werte, also den Wert von, also zuerst von 0 bis 200, dann den Wert von 1 bis 201, dann den Wert von 2 bis 202 und so weiter und mache davon immer den Mittelwert und plotte den dann auch. Und das nennt man einen gleitenden Durchschnitt oder wie gesagt diesen Rolling Mean. Den muss ich jetzt erstmal ausrechnen. Wie ich das mache, dazu mache ich immer eine neue Codezelle auf. Und dafür benutze ich eine List Comprehension und ich will es mal ein bisschen langsam aufbauen. Also was ich will ist, dass eine Operation ausgeführt wird und zwar von diesen Random Numbers sollen jetzt, ich zeige das hier nur mal, soll jetzt mal der Wert i genommen werden und zwar für jeden Wert i in random numbers. So, das ist jetzt erstmal relativ nahezu sinnfrei, weil was hier gemacht wird, ist, dass jeder Wert, also dass jeder Wert dieser Liste, der wird einfach nur extrahiert. Das heißt, wenn ich das ausführe, kriege ich, was habe ich jetzt hier übersehen? Natürlich nicht in random numbers hier, sondern das war jetzt falsch. So, ich habe eine Liste von Zahlen, die die Länge der random numbers hat, also range und dann die length der random numbers. Jetzt habe ich hier eine Liste von Zahlen, weil random numbers selbst sind ja die Zufallszahlen. Das will ich ja nicht sagen. Ich will hier, was ich hier brauche, ist eine Liste mit Zahlen von 0 bis 1000. Ja, also diese Zahlen von 0 bis 1000, die hier praktisch auf der x-Achse sind. Und aus diesen, und jetzt wird aus random numbers das erste Element rausgenommen. Das ist das, was hier passiert. Ja, ich habe jetzt hier eine von 0 bis 1000. Jetzt habe ich hier random numbers. Der erste Wert in dieser Liste ist 0, das heißt aus random numbers nehme ich den ersten Wert raus, der ist 0, weil hier 0 steht, und dann nehme ich den zweiten Wert raus, der dann der 1 ist, dann nehme ich den dritten Wert raus, der 3 ist, das sind die Zahlen hier in diesem Range drin und so weiter, und dann kriege ich nochmal alle random numbers hier, also das gleiche, als würde ich hier nur random numbers schreiben. Das ist im ersten Moment noch nicht hilfreich, aber was ich jetzt machen kann, ich kann hingehen und kann nur die ersten 200 Zahlen hier rausnehmen. Und das mache ich, oder nur die Werte von 0 bis 200 rausnehmen. Das geht natürlich erst dann, wenn auch, wenn ich 200 Zufallszahlen habe. Also was ich dann hier machen würde, um die ersten 200 Zahlen rauszunehmen, ist, dass ich sage, ich ziehe von i 200 Elementpositionen ab.
Also nochmal, das hier ist eine Liste. Ich kann die auch mal ausgeben, vielleicht ist das hilfreich. Von 0, ich mache das hier mal ein bisschen kleiner, nicht 1000, sondern 100. Oder ich mache es mal nur 20, dann sieht man es, ja, dann wird es mit 2 mäßiger. Ich mache mal 100. Und dann führe ich das aus und dann sind das hier einfach die Zahlen, die ich das hier hinschreibe, List. Von 0 bis 100. Ja, das ist diese Liste hier. So. Also es geht hier bis 100 oder bis 99. Also von 0 bis 99 sind dann 100 Zahlen. Das ist das, was das ist. Von 0 bis 100. Was ich jetzt hier mache, ist, als hier noch i stand, habe ich das Element i genommen. Wenn ich jetzt hier i minus 200 mache, was dann im ersten Moment passieren wird, ich kann das mal vielleicht hier oben auch zeigen. Das mal wieder weg. I ist noch nicht definiert, also angenommen, i wäre 0. Dann funktioniert es nicht, weil es hier keinen Index gibt, der bei minus 200 liegt. Ja? Das würde ja versucht werden. Das spielt aber zum Glück, wie ich diese List Comprehension mache, ist Python schlau genug, dass hier kein Fehler ausgespuckt wird, sondern was Python hier macht, ist erst in dem Moment, wo hier dann, wenn hier der Wert aus dieser Liste 200 eingesetzt wird, wird hier tatsächlich ein Wert rausgenommen. So, warum mache ich das jetzt? Warum mache ich diesen ganzen Kram? Weil ich will, dass sobald hier 200 rauskommt, ich hier vorne 0 steht und dann mache ich einen Doppelpunkt und dann steht hier i und dann steht hier die Zahl 200, minus 200 ist 0, dann steht hier dann steht hier an der Stelle 0 und hier an der Stelle i steht 200. Und dann kriege ich alle Werte aus dieser Liste Random Numbers von 0 bis 200. Das heißt, die ersten 200 Werte. Und das ist ja genau das, was ich will. Dass ich nur die ersten 200 Werte an Zufallszahlen aus der Liste Random Numbers extrahiere. Und sobald i 1 ist, dann steht hier 201 ist, dann steht hier 201 minus 200. Ja. 201 minus 200 gibt 1 und hier hinten steht 201, weil i ist für 201. Und dann werden in der nächsten Schleife alle Zahlen von 1 bis 201 rausgenommen. Alle Zufallszahlen. Und im nächsten Schritt dann von 202 minus 200, also von 2 bis 202. Ja. Und so kriege ich immer zunächst die ersten 200, dann die also die Zahlen von 0 bis 200, dann die Zahlen von 1 bis 201, die Zahlen von Zufallszahlen von 2 bis 202 und so weiter. Das führe ich jetzt mal aus. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil die Liste nur 100 Elemente hat. Deshalb mache ich hier mal nicht 200, sondern mal 10. So, und dann kriege ich ja hier am Anfang, wo es nicht funktioniert, weil in dem Moment, wo hier noch 0 steht, steht hier minus 10 und deshalb kommt hier einfach nichts raus, das ist auch okay so, da muss nichts stehen. Und dann kommen die Zufallszahlen. Und um noch genauer zu sehen, dass auch bei welchem Index es stattfindet, kann ich mir den Index mit ausgeben lassen, also beziehungsweise den Index, beziehungsweise die Zahl, die hier aus der Range rausgenommen wird. Und das mache ich, indem ich hier vorne eine runde Klammer mache, dann habe ich eine Liste oder ich mache mal eine eckige Klammer, das ist noch klarer. Eckige Klammer, dann i, Komma. Dann führe ich das mal aus und dann sehe ich hier, also hier habe ich jetzt an der 10. Stelle, funktioniert es zum ersten Mal, weil da habe ich 10 Elemente und dann kriege ich die 10 Zufallszahlen. Und an der 11. Stelle und dann habe ich diese 10 Zufallszahlen. Man kann schon sehen, dass ja die erste Zufallszahl ist die zweite Zufallszahl und die zweite Zufallszahl, die muss natürlich im nächsten 10er Block als erstes auftauchen. Ja, und dann kommt die Zahl, die hier steht. Und so weiter, weil es immer alles eins weiter rutscht, diese 10er Blocks. So, und das ist also sehr schick. Auf die Weise kann ich immer die ersten 10 oder sobald man 10 hat, 10 Elemente haben, dann die nächsten 10 Elemente und so weiter. Und von denen will ich jetzt einen Durchschnitt ausrechnen. Und das mache ich dann, indem ich
hier np wieder min hinschreibe und das Ganze hier, jetzt muss ich nach den Klammern gucken, in Klammer setze. Und dann wird von diesen Zufallszahlen der Mittelwert ausgerechnet. Führe ich das aus und dann kriege ich hier also bei der Position 10 oder beim 10. Element haben wir dann 10 Elemente, von denen wir den Mittelwert ausrechnen können. Dann, wenn wir beim 11. Element sind, dieser Liste hier, können wir von den nächsten 10 Elementen den Mittelwert ausrechnen. Also das wäre jetzt der Mittelwert der Zufallszahlen an den Positionen 0 bis 10. Das sind die Zufallszahlen an den Positionen 1 bis 11. Das sind die Zufallszahlen an den Positionen 2 bis 12 und so weiter. Und so kriegen wir diesen gleitenden Durchschnitt, diesen Rolling Mean. Und den wollen wir jetzt auch noch darstellen. Und dazu kopiere ich das jetzt mal nach oben hier rein und nenne das Ganze mal Rolling Mean, macht irgendwie Sinn, und plotte das ebenfalls. So, wie übereinander geplottet wird, ist einfach diese Reihenfolge von hier. Also das wird als erstes geplottet, dann wird jetzt in dem Fall das drüber geplottet, deshalb ist das hellgraue über dem blauen, dann auch das dunkelgraue ist über dem blauen, das gelbe ist über dem blauen und so weiter. Und ich hätte es gern, dass der Rolling Mean unter all dem anderen über dem blauen ist, aber im Zweifel unter dem. Deshalb kopiere ich das hier an die zweite Stelle. Das ist der Grund, warum ich hier gerade was freigemacht habe. Und dann kommt hier der Rolling Mean rein. Und den mache ich mal orange. Kopiere den. Und jetzt habe ich es. Das kommt jetzt nur daher, weil ich noch hier was habe ich hier übersehen? Das ist hier natürlich keine, das war ein bisschen dumm. Das hier ist natürlich ein Plot und keine Linie mehr. Das sollte sie auch direkt hier dahinter hin. Plot. So. Und jetzt habe ich den Rolling Mean. Der sieht jetzt ein bisschen erstaunlich aus. So sieht er hier unten ja gar nicht aus. Der ist immer zwischen 0 und 1. Dann schauen wir kurz, was hier rauskommt. Ich habe noch diese Zahlen dabei, 10 und das Ganze, das brauche ich hier nicht mehr, das war gerade nur zur Illustration. Das hatte ich vergessen, das nehme ich dann wieder raus. So nicht, sondern so. Also diesen Index hier vorne nehme ich natürlich nicht mit rein, sondern nur so. Und jetzt führe ich das aus und jetzt kriege ich den Rolling Mean und das ist hier diese orangefarbene Linie. Und dann sieht man, das sind immer, seht, bei den ersten 10 ist noch nichts da, weil man braucht erst 10 Zufallszahlen und den ersten Durchschnitt, also dort, wo die orangefarbene Kurve beginnt, das ist der Wert für den Durchschnitt dieser ersten 10 Zufallszahlen. Dann der nächste Punkt ist für die nächsten 10 Zufallszahlen und so weiter. Und das ist dann dieser gleitende Durchschnitt, den wir hier haben. Und jetzt mache ich mal hier wieder 1000 Punkte rein. Und ich kann natürlich auch sowas hingehen und kann hinschreiben Maximum Points. Das ist immer eigentlich ein bisschen schicker, wenn man das in der Form hat. Dann wird es alles ein bisschen simpler. Maximum Points, weil man das Ganze vielleicht nochmal an der zweiten Stelle braucht. Und dann ist es besser, wenn man das nur an einer hat. Dann hat man die, nennen wir es mal Batch Size. Ist gleich, jetzt können wir mal hier 100 nehmen und die Batch Size ist jetzt also genau das hier. Und dann lassen wir es mal laufen. Und jetzt haben wir hier diesen Rolling Mean. Ja, das ist schon mal ganz schick. Da kann man mal sehen, wie es da manchmal hier einfach Ausreißer gibt und so weiter. Und je höher man diesen Rolling Mean macht, also je größer man die Batch Size macht, desto näher rückt das Ganze auch an die
an den Mittelwert tatsächlich ran. Also ich mache hier mit Maximum Points 10.000 und ich mache vielleicht auch mal ein X-Limit von, damit ich hier nicht so weiße Balken habe, links und rechts. Also PTX-Lim und dann von 0 bis, jetzt brauche ich das schon, Max Points. So. Und jetzt habe ich auf einmal einen Fehler, den ich gerade nicht hatte, mit den Max Points. Das hat wahrscheinlich irgendwas zu tun. Das ist jetzt gerade mal egal. Und jetzt erhöhe ich oder jetzt verkleinere ich mal die Batch Size auf 10 und dann würde es gleich hier sehr viel weiter ausschlagen, wie man sieht bei dem Rolling Mean. Wenn ich das Ganze zum Beispiel auf, ja, mal 1000 mache, dann wird das Ganze sehr viel näher am Mittelwert liegen, wie man hier sehen kann. Ja, und hier kriegt man schon eine ziemlich gute Idee dafür, was so der Mittelwert oder wie viel Proben man braucht, zum Beispiel aus einer, wenn man irgendwas misst oder sowas, wie viele Messungen man machen muss, damit man nahe am Mittelwert liegt. Also wenn man 1000 Messungen macht, dann liegt man immer ziemlich nah am Mittelwert. Wenn man eben nur 10 Messungen macht, dann liegt man nicht besonders nah am Mittelwert. Und es gibt so eine Faustregel in der Statistik, dass sobald man mehr als 12 Proben gezogen hat, zufällig, dass man da relativ nah am Mittelwert liegt. Und man sieht es auch schon, also Mittelwert meint man, dass man innerhalb von 1 Sigma ist. Ja, die gelben gestrichelten Linien waren ja die 1 Sigma Abweichung und ab 12 liegt man eigentlich immer innerhalb von dem 1 Sigma. Wenn ich das hier mal mache, wenn ich hier mal 12 eingebe, dann sollte also keiner dieser Werte mehr außerhalb liegen und man sieht es hier, einer, der noch außerhalb liegt, aber es ist wirklich extrem selten, dass es vorkommt. Ich kann es einfach nochmal laufen lassen, da sieht man es nochmal. Ja, und da, gut, das war jetzt ein bisschen mehr, aber ist auch nur eine Daumenregel. Keine feste Zahl. Aber sobald man zum Beispiel bei 20 ist oder sowas, sollte jetzt eigentlich tatsächlich keiner der Mittelwerte mehr überhalb dieser Standardabweichung liegen. Also es ist immer ganz gut, so ein bisschen, oder hier kriegt man eben mal ganz schön ein Gefühl dafür, wie das Ganze hier funktioniert.